Also es wäre ganz schön, wenn wir eine effektive Methode hätten, um den Hopper langsamer zu machen, um den Hopper irgendwie zu drosseln. Dass ich sagen kann, okay, du poppst jetzt nicht alles sofort raus, sondern von mir aus alle 10 Sekunden ein oder sowas in der Richtung. Das wäre ganz schön. Alle 10 Sekunden ein ist natürlich zu wenig. Das war jetzt nur ein Beispiel, damit ihr versteht, was ich meine. So, wir machen das so, das funktioniert, glaube ich, besser. Okay, da tun wir jetzt noch mehr Stil rein. Ja, er schmeißt halt alles sofort aufs Band drauf und das ist gar nicht so vorteilhaft, wie ich finde. Oh, sehr schön. Das funktioniert sehr sauber. Ich weiß nicht, ich würde den Hopper gerne irgendwie drosseln. Aber wie soll ich das machen? Weil der Item Conduit ist so schnell, da kann ich kaum was tun. Weil das sieht jetzt einfach albern aus. Das ist leider hässlich. Na ja, schön, aber was soll's. Die Metal Press ist sehr schnell und damit mit diesen Steel Plates, warte mal, so viel brauchen wir gar nicht. Aber jetzt habe ich eh schon zu viel gemacht. Mit diesen Steel Plates, was soll's. Wir machen einfach alle, wir werden bestimmt noch irgendwann welche brauchen. Mit diesen Steel Plates kann ich jetzt den Crude Blast Furnace besser bauen. So, den bauen wir jetzt schön ab mit 3x3 von mir aus. Bam, bam, bam. Fantastisch. Und die können wir jetzt verbessern. Blast Brick 32. Ne, so viel brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen ja nur 27. Die verbessern wir jetzt mit... Na, die habe ich gar nicht mitgenommen, wa? Ne, gar nicht mitgenommen. So, die verbessern wir jetzt mit den Steel Plates und dadurch werden es Reinforced Blast Bricks. Sehr schön. Und die brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen aber noch etwas anderes, nämlich einen Hopper obendrauf. Ich glaube, die Multiblock-Struktur reicht nicht. So, gucken wir hier nochmal. Improved Blast Furnace. Da brauchen wir tatsächlich einen Hopper obendrauf. Gut, das ist kein Problem. Dann bauen wir noch flugs einen Hopper. Da haben wir jetzt mehr als genug Erfahrung drin. Mir fehlt ein Holz, wirklich. Ein einziges Holz fehlt mir für eine Chest. Ich habe kein Holz. Da, das ist doch nicht wahr. Gib mir ein Holz. So, Dankeschön. Wir haben kein EMC mehr. Es ist nicht gut. Wir haben irgendwie 18 oder 19 Diamanten, die wir scheinbar für nichts zu brauchen scheinen. Aber irgendwie widerstrebt es mir ein bisschen, die jetzt zu EMC zu verarbeiten. Wenn wir es wirklich brauchen, wenn es nötig wird, kann man das sicherlich machen. Aber eigentlich möchte ich das jetzt aktuell noch nicht. Wir gucken mal, ob wir auch klarkommen, ohne Diamanten zu EMC zu verarbeiten. Denn das ist eine Sache aus dem damaligen Tekkit. Und das widerstrebt mir heute so ein bisschen. Das will ich eigentlich nicht machen. So, da kommt jetzt noch ein Hopper hin. Und dann wollen wir den mal hier... Klick. Oh, das ist ja obercool. Der sieht ja voll geil aus. Und der hat jetzt automatische Inputs. Und eben diese beiden Preheater, die man an die Seite machen kann. Sehr schön. Ich denke mal hier rechts und links. Und hier ist der Main Input. Da können wir Block of Charcoal reintun und von mir aus ein Stack Iron. Und dann gucken wir mal, ob der schneller ist. Es sieht jetzt überhaupt nicht so aus. Er ist überhaupt nicht schneller. Null. Heilige Scheiße. Das geht ja gar nicht, da passiert nichts. Okay, wir brauchen definitiv die Preheater. Da wollen wir mal gucken, wie man die baut. Nee, nicht Preheater. Wie heißen denn diese? External Heater heißen die. Okay. External Heater? Nee. Generates Thermal Energy from RF. Nee, das will ich aber nicht. Ich will... Wie heißen denn die? Improved Blast Furnace. So. Was steht denn hier? Wir brauchen... Hier, das brauchen wir. Ein Blast Furnace Preheater. Okay. Blast Furnace Preheater. Da wollen wir zwei Stück von. Wir brauchen einen Sheet Metal Block. Das sind vier Iron Plates. Das ist kein Problem. Und External Heater... Eigentlich auch kein Problem. Fluid Pipe auch kein Problem. Also wir brauchen eine Handvoll Iron Plates. So, damit fangen wir erstmal an. Bei mir ist ein halben Stack. Werden wir immer wieder mal brauchen. So, halber Stack Iron Plates. Die verarbeiten wir gleich hier hinten in unserem tollen System. Ach nein, Quatsch, nicht das. So ein Mumpitz. Gib das her. Ich meinte das. So, die sollst du jetzt hier mal verarbeiten und schön in Rums. Ja, das ist cool. Ich hätte gerne noch einen Soundeffekt. Wir lassen die Steel Plates mal da drin. Das sind halt die Sachen, die von der Presse erzeugt werden. Okay, da brauchen wir jetzt erst einmal, glaube ich, nur 8 Stück von. Ja, ich glaube schon. Wir bekommen immer mehr aus den Rezepten heraus, als wir tatsächlich brauchen. Also machen wir erst einmal 8.
Oh, die haben sogar ein EMC von 256, also genau das gleiche wie Iron. Na schön, ist jetzt nicht allzu wichtig. So, uns geht langsam das Copper ein bisschen aus, ist merkwürdig. Wir gucken mal hier, Sheet Metal Block. So, mehr brauchen wir gar nicht, bekommen wir mehr als aus einem Rezept raus. External Heater brauchen wir etwas davon, brauchen wir Sticks. Die habe ich vorhin weggeschmissen, verdammter Mist. Ich brauche eine Handvoll Sticks. War Mist! So, tun wir mal String rein und holen uns dafür ein bisschen Wood. So, von mir aus nochmal zwei. Mein String ist ja relativ viel wert, sehe ich gerade. Es ist erstaunlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, also da haben wir Sticks. Dann wollen wir hier zwei davon erstellen. Ne, vier davon erstellen. Und dann brauchen wir zwei von den Kollegen. Und Fluid Pipe brauchen wir dann auch noch. Gut. Und jetzt haben wir tatsächlich alles da. Na, nun komm schon. Um hier... Oh nein, Quatsch. Wir haben den External Heater noch nicht gebaut. So, davon haben wir jetzt auch zwei. Und jetzt haben wir zwei Blast Furnace Preheater. Sehr schön. Die können wir jetzt hier an die Seite stellen. Und dann gucken wir mal, wie viel schneller das wird. Geht das nicht? Oh. Ah, der ist zu hoch. Okay, da muss ich jetzt tatsächlich mein Stromkabel in der Höhe etwas verändern. Das bedeutet aber auch, dass wir es von der Breite etwas verändern müssen, weil das sich sonst mit dem anderen Kabel verbindet, was da oben ist. Nee, dann machen wir das anders, dann machen wir da einen Knick rein. Das mache ich jetzt sehr ungerne, aber wir machen da einen Knick rein, einfach weil es nötig ist. So, Rums. Das kommt dahin und das kommt dahin. Den wollen wir jetzt aber noch umdrehen, dass der da schön... Können wir nicht umdrehen. Naja gut, dann machen wir es halt selber. Machen wir es manuell. So. Okay, gut. Die tun jetzt noch nichts, weil die brauchen Strom. Genau. 8000 Redstone Flux pro Tick kann der aufnehmen. Deshalb brauchen wir jetzt noch mehr Energy Conduits und wir haben tatsächlich keine mehr, glaube ich. Also wollen wir mal mit ein bisschen Redstone noch mehr herstellen. Wir brauchen 3 pro Rezept. So. Und jetzt mal haben wir 9 gemacht. Jetzt können wir von mir aus 21 herstellen oder so. Wir werden immer wieder Kabel brauchen. Aber ich glaube nicht so viel. Machen wir 18. Ja genau, 18. Ich hatte ja sogar 18 dabei. Wunderbar. Wir machen 18 von diesen Induction... 18 von diesen... Na, wie heißen sie? Conductive... Oder? Wie heißen die? Doch, Conductive Alloy, oder? Nee, Conductive Iron. Conductive Iron, jawohl. Davon stellen wir jetzt noch ein paar hier. Und dann brauchen wir noch mehr von dem Zeug. Und dann können wir jetzt gleich noch ein paar Stromkabel herstellen, um diese Preheater mit Strom zu versorgen. Also ich glaube, mein Stromsystem kommt jetzt schon sehr schnell an seine Grenzen mit dem ganzen Kram, den ich hier habe. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Metal Press läuft nicht immer und die Preheater ja auch nicht. Also dementsprechend glaube ich, ist es nicht so schlimm. So, der akzeptiert seinen Strom von oben. Das kommt mir sehr gelegen. So, plopp. Der bekommt seinen Strom. Gut. Und der bekommt hier relativ einfach auch seinen Strom, also brauchen wir gar nicht so viele Pipes bauen. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, was der hier jetzt macht, ob der jetzt schneller ist. Auf jeden Fall. Der ist viel schneller. Und das bedeutet natürlich für uns auch, wir sparen uns Treibstoff. Es geht schneller und der Treibstoff hält 3000 Ticks. Ein Tick ist eine Zeitangabe. Das ist wie wenn da stehen würde, er hält 3000 Sekunden. Dadurch, dass es schneller geht, ist unser Treibstoff effizienter und wir brauchen weniger davon. Das ist sehr gut, das gefällt mir ultra schön. Und ultra schön gefällt mir das. So, und eigentlich müsste der hier vorne vielleicht seinen Output haben. Und wenn ich da ein Conveyor Belt dran mache, dann könnte das da rausploppen. Genau. Und da kommt das auch schon rausgeploppt. Das finde ich ziemlich cool und ich möchte die Conveyor Belts eigentlich auch benutzen. Aber an dieser Stelle ist es tatsächlich noch überflüssig, wie ich finde. Gut, wir haben jetzt mehr Steel Ingot bekommen und wir bekommen auch Slag. Und ich werde jetzt... mal gucken, was man mit Slag herstellen kann. Ich werde dafür die Aufnahme unterbrechen. Und wenn es funktioniert hat und es nicht abgestürzt ist, dann werde ich die Aufnahme fortsetzen. Aber letztes Mal bin ich der Meinung, mit Slag hat es ein bisschen gedörbt. Deshalb wollen wir mal gucken, wenn das Spiel abstürzt, während die Aufnahme läuft, könnte das Video kaputt gehen. Deshalb gehe ich lieber auf Nummer sicher.
Okay, es ist erstmal nicht abgestürzt. Das ist das Rezept oder der Use, was man mit Slag machen kann. Man kann Concrete herstellen. Und Concrete ist Asphalt. Mir fällt jetzt das... Nee, nicht Asphalt. Beton. Concrete ist Beton. So. Und ansonsten kann man damit tatsächlich nichts machen. Das ist jetzt... Was kann man aus Concrete machen? Ja, da kann man... Das ist ein Dekorationsblock. Ich glaube, das braucht man für nichts weiter. Ja, man kann es chiseln und sowas. Also ich glaube, es ist nicht wirklich nötig. Das brauchen wir nicht. Hat es EMC? Nee, leider nicht. Es hat kein EMC. Und wie gesagt, man braucht hier Gravel und Clay und Wasser. Es ist also... Aber Concrete hat ein Energy Value. Wie merkwürdig. 17. Clay hat 64. Achso, man bekommt 12 raus. Also das wäre jetzt zu kompliziert, um es für mich im Kopf zu rechnen. Deshalb lassen wir das einfach mal. Auf jeden Fall könnte man das benutzen, aber brauche ich nicht wirklich. Was sagt unsere Basic Capacitor Bank? 0. Also sie hat 0 in und 0 out. Das bedeutet, die Stirling Generator arbeiten hier, haben aber keine Kohle mehr. Wir brauchen also mehr Kohle. Die Stirling Generator geben ihren Strom ab und das reicht gerade so, um die Preheater am Laufen zu lassen. Wir brauchen definitiv mehr Kohle und dafür nehmen wir uns jetzt ein paar Diamanten mit. So, gucken wir mal. Ein Diamant. Erstmal muss ich mein Inventar ein bisschen leeren. So, das kommt da rein. Okay. Dann kommt... Nee, warte, da kommt außerdem das rein. Gut. Und das. So. Ich brauche unbedingt ein MI-System. Und Steel muss da ja auch reinkommen. So. Okay. Und hier kommt jetzt von mir aus alles andere rein, was wir jetzt erstmal nicht brauchen. So, die ganzen Blaze-Powder, die ich total unnützerweise erstellt habe. Was überhaupt nicht nötig gewesen wäre. So viel braucht man gar nicht. Das Engineer's Manual will ich eigentlich behalten. Das finde ich gerade ganz schön. Und die Steinaxt, die schmeiße ich jetzt weg, Mann. Was soll ich denn damit? So. Was wollte ich jetzt gerade? Wir wollten Kohle erstellen. Wir gucken mal. Ein ganzer Stack hat 2000 EMC. Das heißt, wir können aus einem Diamanten 4 Stacks Kohle herstellen. Und das brauche ich jetzt auch tatsächlich, um hier alles am Laufen zu halten. Ich möchte jetzt tatsächlich auf Big Reactors gehen, weil ich jetzt aktuell nicht weiß, was ich sonst machen soll. Okay, der Redstone Flux ist höher, der Output. Das bedeutet, ja, also die Preheater, die brauchen nicht so viel. Das ist nicht so dramatisch. Wir haben keinen Treibstoff mehr. Vielleicht hält es doch nicht länger. Also nach meiner Logik, und ich hoffe, die war sehr logisch, müsste 34? Wow. Ich habe jetzt gerade mal die Chests gemerged. Wir haben 34 Diamanten. Ich sollte da wirklich irgendwas draus herstellen. Also so wie es aussieht, brauchen wir doch recht viel Strom. Einfach weil wir hier alles auf Strom laufen lassen. Ich finde das System nach wie vor schön hier, aber hier kann ein Big Reactor hin. 3x3 würde hier hinpassen. Ansonsten müssten wir jetzt hier die Basic Capacitor Bank komplett umstellen. Das will ich eigentlich nicht. Wir könnten natürlich auch einfach das Kabel hier auf der Wand lang führen, da einen Knick reinmachen, in die Wand führen und hier hinten einen großen Big Reactor bauen. Vielleicht sollte ich das tun. Ja. Ja, komm, wir bauen einen Big Reactor. Haben wir ja alle noch nie gesehen, deshalb mache ich das jetzt einfach mal. Reactor Casing, wir brauchen tatsächlich nur Iron. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, sind Graphite Bars. Und das bedeutet, wir brauchen noch mehr Kohle. Und das bedeutet, wir brauchen noch mehr Diamanten. Also geben wir mal 2 Diamanten rein und holen uns so viel Kohle, wie wir können. Aus diesen 2 Diamanten werden wir brauchen, einfach um Graphite Bars herzustellen. Und wenn denn am Ende noch ein bisschen Kohle übrig bleibt, macht das auch nichts.